Es gibt nichts Besseres für einen Sicherheitsbeamten als keine Superhelden im Kino. Superhelden retten die Welt. Aber wer rettet die Welt vor Superhelden? Nathans Abneigung gegen Superhelden begann schon vor langer Zeit. Früher war er ein echter Superhelden-Fan und war aufgeregt bei einer Filmpremiere. Er war wirklich glücklich, seine Lieblings-Superhelden zu sehen. Aber an diesem Tag schaffte er es nicht reinzukommen. Und an diesem Tag verstand er, wer die Macht hat. Wenn er wegen den Superhelden nicht ins Kino gehen konnte, werden sie auch nicht ins Kino kommen können. Er hat sich jahrelang vorbereitet, um die wichtigste Person im Kino zu werden. Ein Sicherheitsmann. Er verbrachte seine Tage mit Training, wurde stärker und war in der Lage, die Uniform anzuziehen. Die Superhelden-Ära endet. Die Ära der Sicherheitsleute beginnt. Der Job des Wachmanns ist nicht immer einfach. Die Tickets waren aus sehr dickem Papier. Daher sind sie nicht leicht zu zerreißen und nicht jeder ist in der Schlange bereit zu warten. Klar beschließt, etwas zu unternehmen. Aber anstatt dankbar zu sein, hat das Kino neue Regeln. Keine Superhelden im Kino. Warte mal, Claw. Du kannst nicht reinkommen, aber du kannst helfen. Du kannst deine Krallen als Ticketlocker benutzen. Dickes Papier hat keine Chance. Danke für deine Hilfe, Claw. Du kannst gehen. Die Halle vor Superhelden zu bewachen, ist mehr als nur ein Job für Nathan. Es ist seine Berufung. Superhelden sind schlau, aber Nathan ist schlauer. Er weiß, wie man rausfindet, wer ein Superheld ist. Wenn man zum Beispiel nach Superhelden suchen will, kannst du ein SOS-Signal senden. Superboy kann nicht Nein sagen. Er wird zur Hilfe eilen. Da würde Nathan ihn kriegen. Wie ein Profi. Superboy ging ins Kino. Aber als er SOS bekam, schaltet er sein Handy in den Flugzeugmodus. Ein Mensch kann warten, aber der Film nicht. Superhelden sind schlau und Nathan hat nicht immer Erfolg. Redpool zum Beispiel benutzt gerne seine Kräfte, um die Zeit anzuhalten. Ein verrückter Superheld macht sich über den Wachmann lustig, aber er gibt einen hübschen Blumenstrauß als Entschädigung. Das sind Nathans Lieblingsblumen. Wahnsinn! Wer sagt denn, dass der Job des Sicherheitsbeamten langweilig ist? Manchmal gibt es ein paar seltsame Leute unter den Kinobesuchern. Wie dieser lebende Kaktus. Warum nicht? Wollt ihr sagen, Pflanzen dürfen keine Filme mögen? Nathan ist verwirrt. Kakteen ist der Zutritt nicht verboten. Und er sieht nicht aus wie ein Superheld. Und er hat seine Eintrittskarte. Kakteen können rein. Wahnsinn! Dieser Kaktus ist das Leben auf der Party. Die Zuschauer sind glücklich. Das ist Wood, einer der Wächter der Galaxie. Nathan kann es nicht glauben, dass er drauf reingefallen ist. Und die Zuschauer können nicht glauben, dass der Wächter bei der Arbeit eingeschlafen ist. Es war ein böser Traum, Nathan. Nur ein Traum. Es gibt Superhelden, die sich nicht leicht entscheiden. Zum Beispiel ein unsichtbarer Mann. Nathan ist kein Problem für diesen Typ. Außerdem kann er ihm eine Lektion erteilen und bleibt völlig unbemerkt. Der Wachmann wird es auf jemand anderen schieben. Aber Nathan fängt bald an, den Verdacht zu haben. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein unsichtbarer Mann ist schon drin. Und er ist bereit, den Film zu sehen. Übrigens, ein unsichtbarer Mann hat es geschafft, sich etwas Essen zu schnappen. Aber dieses Mal schafft er es nicht, seinen Snack zu bekommen. Nathan kommt immer näher. Er wird das Essen loswerden. Claw macht es nichts aus, einen leckeren Cheeseburger zu halten. Das kann man von Nathan nicht behaupten. Es ist der Glückstag des Wachmanns. Es gibt echte Gauner unter den Superhelden und Schurken. Wie Catgirl. Wenn dieses Mädchen etwas erreichen will, wird sie nichts aufhalten. Und während die Superhelden das Kino verlassen, bekommt das Catgirl ein Makeover. Ein knalliges Rocker-Outfit wird ihr alter Ego verbergen. Nathan hat nicht die geringste Chance, Catgirl in diesem Outfit zu erkennen. Sie sieht aus wie ein typischer Rock-Fan. Nathan ist ein Fan von Rock, also liebt er den Look. Das Mädchen ist hier willkommen. So kann Catgirl reinkommen. Oh, Nathan, dieses Mädchen hat dich wirklich beeindruckt. Machst du einen Spaziergang auf der Erinnerungsstraße?
Nieten und Leder können ein Schurkenkostüm verbergen, aber sie können nicht alles verbergen. Katzen können nicht widerstehen, wenn sie das sehen. Selbst eine Lederweste kann diesem Superheld nicht helfen. Thunderboy erkennt man schon von Weitem. Und nur für diesen Gast hat Nathan einen besonderen Gegenstand. Den neuesten Metalldetektor. Vor diesem Ding kann man nichts verstecken. Es findet illegale Gegenstände schnell. Das ist der Hammer von Thunderboy. Aber Nathan hat vergessen, dass nur ein Gott ihn hochheben kann. Der Wachmann ist verwirrt. Und die Zuschauer gehen rein. Der Film hat schon begonnen. Aber Thunderboy vermisst seinen Hammer. Es ist an der Zeit, ihn zu holen. Doch Nathan gibt überhaupt nicht auf. Und der Hammer bringt ihn zu dem Täter. Du steckst ganz schön in der Klemme, Superheld. Thunderboy, du hast deinen Hammer vergessen. Sieht aus, als würde er hier bleiben. Und es wird unmöglich, ihn wegzubekommen. Das ist nicht dein Glückstag. Sieht aus, als müsste er den Film im Stehen sehen. Oder so. Und der Typ ist gut. Nichts wird ihn daran hindern, den Film zu sehen. Superhelden versuchen auf unterschiedliche Weise ins Kino zu kommen. Manche versuchen einfach reinzugehen und lassen sich nichts Neues einfallen. Und manche, wie Strange Man, suchen nach originellen Wegen, um den Film zu sehen. Warum streiten, wenn man einfach ein Portal öffnen kann? Und wenn ein Wachmann auftaucht, kann er das Portal benutzen, um zu entkommen. So verpasst er den Film nicht, wenn er im Film ist. Wie willst du ihn fangen, Nathan? Spider-Boy ist nicht der Meister der Verkleidung. Sein Outfit verrät ihn. Und zieht sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Nathan ist es leid zu wiederholen, dass Superhelden nicht reinkommen und Spider-Boy ist müde, es zu hören. Und wenn die Verkleidung nicht hilft, wird es vielleicht das Spinnennetz. Was für ein toller Kampf, oder Claw? Der Wachmann kam kaum zur Besinnung und ließ seine Wut an Claw aus. Superhelden haben nichts in diesem Kino hier zu suchen. Nathans Credo bleibt das gleiche. Aber es gibt auch Pluspunkte. Jetzt hat Nathan eine Brille. Die Leute haben wirklich oft versucht, Nathan auszutricksen. Doch einer der besten Versuche gehört Blue Girl. Mit ihrem Talent für Verkleidung. Sie verwandelt sich einfach in Nathan. Und Nathan war wirklich überrascht. Ist ein Klon gekommen, um ihn zu ersetzen? Das kann nicht passieren. Du wirst dich entscheiden. Mit Hilfe des alten Wächterrituals Schere, Stein, Papier. Aber es ist nicht effizient. Blue Girl ahmt einfach alle Bewegungen von Nathan nach. Das kann sehr lange dauern. So lange, dass der Film vielleicht schon vorbei ist und die Sicherheitsleute kommen überhaupt nicht zur Entscheidung. Mann, oh Mann. Der Typ sieht verdächtig aus. Nathan ist sich sicher, dass dieses Outfit ein Superheld verbirgt. Diesmal wird er sich nicht täuschen lassen. Er wird eine gründliche Inspektion durchführen. Irgendwas wird seine Superheldenidentität aufdecken. Wo ist das Kostüm? Sieht aus, als hätte sich Nathan dieses Mal geirrt. Redpool hat sich wieder ins Kino geschlichen. Sieht aus, als wäre er stolz. Und er hat eine Botschaft von Zuschauer. Wollt ihr wissen, wie ich es gemacht habe? Alles ganz einfach. Ich bin ein Genie. Während andere Superhelden nur davon träumen, ins Kino zu kommen, trete ich in Aktion. Hörst du mich? Die Zuschauer sind wütend, dass ich mit dir rede. Ciao! Die beiden führen was im Schilde. Würden die beiden ins Kino gehen? Hardy Wynn ist berühmt für die Gymnastikkünste. Wir werden einen Trick haben, den man fetten Thunderboy nennt. Nathan schöpft keinen Verdacht. Und unser kreatives Paar kommt locker rein. Naja, so ein Auftritt ist schon überraschend. Jetzt können Sie den Film sehen. Toll gemacht! Neue Regeln machen Superhelden wütend. Sie sind es leid, sich im Kino anschleichen zu müssen, wegen Nathans Groll. Zum Glück wird Nathan bald drüber hinwegkommen.
Claw hat einen Weg zu Nathans Herz. Der Krieg zwischen den Sicherheitsleuten und Superhelden ist vorbei. Jetzt kämpfen sie zusammen. Nathan wird sich wieder Superheldenfilme ansehen. Claw gab den Superhelden ihr Recht zurück, Filme zu sehen. Hat dir Nathans Geschichte gefallen? Welche der Figuren hat dir am besten gefallen? Schreib es in die Kommentare und vergiss nicht zu liken und zu abonnieren, damit ihr kein neues Video von Trum Trum Trick verpasst.